So, Herr Patrick, Sie sind nun live auf Sendung. Jawohl. Hey ho. Hier auf Fehmarn am wahnsinnigen Portcenter. Juhu. Das ist ein riesiges Einkaufsschiff, von dem wir gleich noch ein bisschen mehr zeigen werden. Yeah. Und da gucken wir jetzt mal rein. Jawohl. Da sind wir jetzt hier mitten im Laden. Und ich muss jetzt gerade mal ein bisschen filmen. Also hier gibt es wirklich alles, was man sich an Getränken vorstellen kann. Das ist der Wahnsinn. Wir sind jetzt gerade mal in der Whisky-Abteilung. Weil ich selber auch ganz gerne mal einen Whisky trinke. Und es ist einfach der Hammer, was es hier alles gibt. Es ist einfach eine unvorstellbare Ansammlung. Und was ich ziemlich geil finde, ist die Dimensionen einfach, in denen man hier einkaufen kann. Zum Beispiel hier, ich halte mal eben meine Hand daneben. Hallo. Können wir eben hier drauf gucken. Da sind 4,5 Liter drin und kostet auch gerade mal 80 Euro. Finde ich saumäßig lustig. Wir gehen noch ein bisschen weiter und melden uns gleich. So, wir betreten jetzt die Schmuckabteilung. Jetzt ich möchte euch direkt mal einen Einblick davon geben, was uns hier so in die Ohren fährt. Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Yeah. Was haben wir denn hier? Nutella. 800 Gramm, also fast ein Kilo. Ja. Völlig wahnsinnig hier alles. Dimensionen, die man sich so an sich nicht im Kaufhaus vorstellen kann. Riesen Kinderschokolade, ich halte da nochmal meine Hand. Hallo, das ist meine Hand. So riesig sind die. 9 Euro, so viel. Wie viel ist denn da drin? Wenig. 32. 32. Wie viel ist in unserer kleinen Packung drin gewesen? Na, keine Ahnung. 10 Stück drin. Ja, 10 das Stück. Ist ganz normal. 2,68 Euro. Und dann 30 mal. Was ist das denn hier? Kennt man das? Quality Steak. Spielen wir mal hier hinten einmal lang. Hier gibt es jedenfalls alles en masse. Hier, das sieht aus wie Hasenfutter. So, hallihallo. Und jetzt sind wir schon wieder aus dem Schiff raus und ja, unsere kleine Fazitrunde. Ich habe da was vorbereitet, ne, habe ich nicht. Ja, war ein Schiff halt mit viel Zeug aus vielen Ländern und das war es eigentlich auch schon. Billiger war es nicht. Drecksladen, Sackladen hier, die Kacke. Alles klar, was sagte unser Fahrradchen hier dazu, der Christian? Ja, was sag ich dazu? Gab halt, wie gesagt, wie Sammy schon gesagt hat, sehr viel, ja, sehr viel, sehr interessante Sachen auch, aber halt viel zu teuer. Also es ist nicht so, dass sich das jetzt unbedingt lohnt, dahin zu fahren, es sei denn, man steht auf irgendwas Spezielles, was man so nicht im Laden findet. Dann kann man da mal hinschauen, wenn man hier in der Nähe wohnt. Gut. Ansonsten, nee, lohnt sich nicht. Alles klar. Will ich auch noch mal meinen Senf dazugeben und mich hat es angepisst, weil ich mir Dosen kaufen wollte und ich nicht mitnehmen durfte wegen Dosenpfand und so ein Rotz. Wenn ich im Ausland wäre, dann hätte ich es mitnehmen dürfen, aber so nicht. Also, und wie schon die anderen gesagt haben, es gibt viel, aber viel zu teuer. Aber wenn man auf was Spezielles aus ist, was man so in Deutschland nicht bekommt, sollte man das Schiff auf jeden Fall besuchen. Oder ja. Genau, zum Durchlaufen schickt es eigentlich, aber mehr auch nicht. Genau. Und dann würde ich sagen, war es das aus der Sendezentrale. Sendezentrale. Erstmal, vorerst. Hallo, hör auf mit Dreck zu schmeißen. War kein Dreck. Gut, und damit verabschieden wir uns für diesen Part. Tschüss. So. Ein chilliger Morgen. Wir haben... Ja, ne, 20 vor 10. Und was zocken sie? Wer zockt mir mal? Hey, das sieht ja richtig rot aus. Das ist eigentlich rosa. Und wie man sieht, achso, die zocken Pokémon. So,
Und er ist auch rot. Schön. Stimmt gar nicht. Doch, der schöne Sammy ist knallerrot. Und er natürlich auch. Pokémon. Und unsere liebe Ines steht am Herd, was nicht normal ist. Und so, ja, und ist am Pfannkuchen machen. Was auch ein sehr schwieriges Unterfangen ist, weil diese scheiß Pfanne dumm ist. Aber sie kriegt das hin. So. Mal gucken, ob man ranzoomen kann und was sieht. Jawohl, da läuft er durchs Gemüse und wird angegriffen. Noch ein Pokémon. Und wie wir seinen Mund nur sehen. Gegen Ratzfatz. Diesen Kampf sehen wir noch und dann schalten wir live wieder. Los, Escalator. Tackle. Jetzt macht da mal nicht so viel rumgeblende. Halt mal wieder ein Stück weiter nach rechts oder so. Nach rechts drehen. Genau, so perfekt. Was ist das denn für ein Viech da mit zwei Stäben im Kopf? Das ist ein Schmetterling. Ach so. Okay, so. Gnadenlos besiegt und ja, das war's dann mal wieder. Hey, yo, Leute. Und wieder mal ein Video. Und zwar heute haben wir den 7. Und das ist ein Freitag. Und das heißt, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und wir haben soweit schon alles aufgeräumt. Es sind nur noch ein paar Überreste von unserem Essen. Schönes Curry-Ketchup und ja, die Erdbeermarmelade habe ich nicht mehr komplett runtergekriegt. Die durfte ich dann so nachher mit dem Löffel essen. Und mittlerweile sieht es eigentlich relativ gut aus. Ja, hier noch ein paar Sachen und hier halt noch ein paar Überreste von 2 Tagen. Und genau, also mittlerweile sieht es doch schon sehr gut aus. Und dann, da ist das Hemmi. Und dann gucken wir mal. Hier sieht es eigentlich auch schon ganz gut aus. Und dann wollen wir mal oben unsere kleine Putzfrau beobachten. Mal gucken, was die so macht. Die hat einen Riesenschlauch hier oben rumliegen. Und das, da ist der Christian am Saugen und macht hier unser schönes Zimmer. Was da auch wieder sehr. Die Hausfrau ersetze ich hier. Ja, natürlich, habe ich gerade schon gesagt, als ich die Treppe hochgegangen bin. So ungefähr. So, aber auch schön unterm Bett, ne? Nicht, dass du da noch was vergisst. Ah, schnell weg. So, das Zimmer. Ah, sehr schön, was die hier alles an den Wänden hatten. Da hätte ich auch richtig gut geschlafen, ey. Bei diesen Tieren an den Wänden. Und hier unten, da drinnen hat der Christian geschlafen. Also das hätte ich, glaube ich, nicht hingekriegt. Naja, so. Und das ist das Blick aus dem Fenster. Direkt auf dem Dach. Und schön alles hier voll. Da hinten ist irgendwo das Meer. Ja, und wie man hört, cool. Hallo, mach den Staubsauger weg. Das so. Ist mein Geisterfanggerät, ja. Ghostbusters. Gut, alles klar. Und wir melden uns dann einfach von der Fahrt nochmal, wenn wir dann auf dem Weg sind. Und genau, bis dann. Hallo, da sind wir wieder. Sammy, ja, lässt er erstmal schön einfahren. Und wir sind jetzt hier bei irgendeinem Stopp nach 10.000 Staus. Ja, und das Wetter ist wunderbar herrlich. Da ist eine Wolke am Himmel. Prima. Und ja, an der Ostsee war beschissenes Wetter. Und jetzt ist es umso besser. Und ja, da irgendwo im Graben, hier irgendwo, da ist der Christian am Schiffen. Und ja, Ines ist irgendwo anders unterwegs und hat in einer Toilette gesucht. Glück, dass wir Jungs sind. Genau, und völlig Stau die ganze Zeit und deswegen haben wir schon 2 Stunden länger gebraucht. Richtig, mindestens. Und genau, deswegen werden wir jetzt erstmal schön was futtern. Hier so schöne Brötchen, so lecker. Puggies von der Ostsee. Hier ist aber ein mächtiger Wind. Hier, also wenn ihr das seht, so lecker, lecker. So, und damit, ach, da kommt er ja. So, so sieht er aus. Und wir melden uns, wenn wir dann im Heimatort wieder angekommen sind. Tschüss.